Wir setzen unsere Übungsreihe mit dem eigenen Körpergewicht fort und kommen zum Teil 3. Hier arbeiten wir jetzt ganz viel im Seilstütz. Dafür braucht ihr auch wieder die Matte und natürlich euch selbst. Wir fangen einfach mal ganz einfach an. Der Länge nach auf der Matte hinlegen, den Kopf so leicht auf die Hand aufstützen. Die eine freie Hand könnt ihr hier vor dem Oberkörper aufstützen. Versucht darauf zu achten, dass ihr mit der Hüfte vorne bleibt. Und wir gehen erstmal in die Kräftigung der Hüftaußenseite. Das Bein nach oben abspreizen. Langsam wieder nach unten zurück. Nach oben abspreizen. Und langsam wieder zurück. Beine ablegen. Aus der Position könnt ihr auch gleich das andere Bein nehmen. Legt das obere Bein nach vorne ab. Zieht vom unteren Bein die Fußspitze leicht zu euch. Und dann könnt ihr hier das untere Bein auch nach oben abspreizen. Hier haben wir jetzt die Oberschenkelinnenseite. Also eine Linie zu bleiben. Und das Bein auf und abziehen. Okay. Für den Seitenwechsel würdet ihr euch einfach umdrehen auf die andere Seite. Ich gehe jetzt hier direkt in den Unterarmstütz. Lege den Fuß vom oberen Bein etwas nach vorne, stütze mit dem Unterarm hier direkt unter der Schulter und gehe als erstes erstmal in die Aufrichtung der Hüfte. Hier könnt ihr das Ganze zunächst einmal halten. Versucht den Arm mit nach oben zu nehmen. Eine Linie werden. Strecke. Steigerungsvariante. Aus dem Stütz das Becken nach unten absenken und wieder hochschieben. Nach unten ab und wieder hoch. Oder aber, ihr bleibt hier oben und zieht den Unterarm hier unter die Oberkörperinnenseite, einrollen und wieder strecken. Hier rein und wieder hoch, einrollen, strecken. Einmal kurz absetzen, Pause machen. Dann geht es nochmal in den Stütz, nach oben hoch. Versucht mal das obere Bein zu lösen und hier nach oben anzuheben. Und absetzen. Okay. Neben den Stützübungen kommen wir dann zu den Übungen, die wir aus der Rückenlage heraus bewältigen können. Hier gibt es eine ganze Vielzahl an Übungen. Ich zeige euch einfach mal eine kleine Auswahl. Das Ganze ist relativ breit gefächert, das kann man also jede Menge machen, jede Menge variieren. Ich zeige euch einfach mal die Grundübungen, die leichtesten Sachen und dann viel Spaß damit zu Hause. Also, Rückenlage. Wir fangen an mit aufgestellten Füßen, lassen die Hände unten am Boden liegen, gehen als erstes in die Gesäßmuskulatur hinterer Oberschenkel und wollen das Becken nach oben anheben, langsam wieder strecken, nach oben anheben und langsam wieder absenken. Becken wieder ablegen, ihr bleibt gleich in der Position, dreht einfach nur die Handfläche nach oben, Arme leicht gelöst und beginnt ins leichte Aufrollen. Schultern von der Matte lösen und den Blick leicht schräg nach vorne aufrichten. Das Kinn nicht so weit aufs Brustbein ziehen. Kräftigung der geraden Bauchmuskeln. Aus der Position könnt ihr versuchen, hier rechts und links vorbei in Richtung Füße zu gehen. Seitliche Bauchmuskulatur. Rechts und links im Wechsel. Und locker. Okay. Arme wieder ablegen. Nehmt die Beine mal nach oben in die leichte Streckung. Po bleibt auf der Matte und hier im Wechsel ein Bein nach unten absenken. Langsam wieder hoch. Ein Bein nach unten absenken und wieder hoch. Wenn ihr mit den Füßen hier oben bleibt, könnt ihr versuchen,
die Arme auch mit nach oben zu nehmen und mal langsam in Richtung Zehenspitze aufrollen. Versucht mit den Fingerspitzen in Richtung Zehenspitzen zu gehen. Leichtes Aufrollen. Und wieder absenken. Okay. Streckt mal lieber ein Heel zur Matte aus. Kurz durchatmen. Und dann das klassische Fahrradfahren in der Rückenlage. Ein Bein ist lang gestreckt, ein Bein ist gebeugt und langsam im Wechsel. Die Beine beugen und strecken. Dicht wie möglich nach unten zur Matte. Rechts und links im Wechsel. Okay. Nehmt die Beine nochmal hier hoch. Oberschenkel Außenseite, Hüftmuskulatur. Beine leicht öffnen und wieder schließen. Leicht öffnen und wieder schließen. Öffnen und schließen. Okay. Beine wieder nach unten bringen. Wir gehen einmal auch hier in den Stütz. Unterarme auf die Matte bringen. Beine sind lang ausgestreckt und ihr versucht einfach nur euch nach oben zu stützen. Eine Linie bilden, das Ganze halten und gerne auch wechselseitig rechts und links die Beine alle anheben. Langsam absetzen und wenn wir hier schon im Sitz sind, die letzte Übung. Beine leicht angezogen, versucht auf dem Po auszubalancieren, das heißt Füße leicht lösen, Arme sind hier mit nach vorne und jetzt strecken und wieder schließen, strecken und wieder schließen, strecken und schließen. Füße absetzen, einmal aufrecht hinsetzen, durchatmen und das war's für heute.